Ich bin heute in der Universität Köln. Wir waren gerade mit einer Reihe von KAS-Schülern und auch von der Israel AG hier und wir haben den Dr. Martin Dörri kennengelernt. Das ist der Enkel einer ehemaligen KAS-Schülerin, die 1900 geboren wurde, 1944 in Auschwitz gestorben ist. Schülerin der KAS und Medizinerin, Doktor der Medizin sogar. Und sie haben ein Buch über ihre Großmutter geschrieben und vielleicht so eine kurze Einführung, dass wir auch Lust bekommen, das Buch zu lesen und uns auch mit unserer Schülerin zu beschäftigen. Ja, also das Buch sieht so aus und ist ein Buch, was vor allem aus Briefen besteht, die meine Großmutter geschrieben hat und die an sie geschrieben worden sind. Insgesamt waren das über 500 Briefe und aus diesen Briefen habe ich die interessantesten ausgewählt und daraus dann eben dieses Buch gemacht. Es ist eine Art Denkmal, ein Denkmal zur Erinnerung an meine Großmutter, die eben in Auschwitz umgekommen ist, umgebracht worden ist. Und die eine sehr, sehr fröhliche, lebenslustige Person war, die gerne zur Schule gegangen ist, gerne studiert hat, gerne mit vielen Menschen zusammen gewesen ist, Partys gerne gefeiert hat. Eine sehr vergnügte Person, bis die Nazis kamen und ihr das Leben zur Hölle gemacht haben und sie schließlich umgebracht haben. Dieses Buch schildert ihre Liebe zu ihren Kindern, die Liebe der Kinder zu ihr und ist ein Dokument, glaube ich, was viele Menschen gerne mit Bewegung, sicher auch mit Trauer, lesen, weil es aus dem Leben gegriffen ist, weil es kein abstraktes Geschichtsbuch ist, sondern ein Buch aus dem Leben einer jungen, modernen Frau in den 20er, 30er Jahren. Der eigentlich auch zu Erwähnnis kam, dass die Ehe gescheitert ist und dass es eine Mischehe war. Können Sie Mischehe vielleicht auch kurz erklären und auch vielleicht ein bisschen erklärlich machen, warum Ihr Großvater nicht der Held war, sondern das haben wir ja auch. Ne? Ja, das ist, wenn man so will, der Auslöser gewesen, aber auch nicht mehr. Mein Großvater hat sich von meiner Großmutter getrennt und eine andere nicht-jüdische Frau geheiratet und dadurch hat sie den Schutz verloren, den man sonst in der NS-Zeit gehabt hätte. Wenn ihr Mann weiter zu ihr gehalten hätte, dann hätte man sie nicht umgebracht. Das ist so. Aber ich lege immer großen Wert darauf, mein Großvater war kein Antisemit, sondern hat sich einfach in eine andere Frau verliebt. Und deswegen hat das die schrecklichen Folgen gehabt. Und Sie haben selber gesagt, in Ihrer Familie war das ein bisschen auch, wurde es verdrängt, bis die Briefe erschienen. Das hat ja Ihr Onkel ein bisschen unter Verschluss gehalten bis 1998. Und dann kam ja erst die richtige Aufarbeitung, auch für Sie das Bewusstsein für die Geschichte der Familie. Und, das stimmt. Was würden Sie jetzt den kommenden Generationen sagen? Wie sollen wir mit unserer Geschichte umgehen? Also ich habe mich auch mit der Geschichte meiner Familie beschäftigt. Wie können wir die motivieren? Wir sind noch nah dran, aber die kommenden Generationen, wie schaffen wir das? Was sollen wir denen mitgeben? Die Botschaft dieses Buches ist ganz einfach, dass man Fremdenhass und Rassismus bekämpfen muss, dass man alles, was in der persönlichen Einflusssphäre ist, was man selber beeinflussen kann, zu diesem Thema macht. Das heißt, dass man für Verständnis sorgt, Menschen, die aus der Fremde zu uns kommen, nicht ablehnt, sondern ihnen hilft. Also das sind so Basisdinge, die eigentlich so zum menschlichen Miteinander gehören. Das lernt man aus dieser Geschichte. Und selbst wenn die Geschichte des Nationalsozialismus immer weiter zurückliegt, jede nächste Generation hat mit anderen Themen zu tun. Aber das Problem, dass man den Fremden gegenüber feindselig ist, das fürchte ich, wird immer wieder auftauchen. Und jetzt noch zur Schule. Haben Sie in diesen vielen, vielen Briefen irgendwas vielleicht, ein kleine Gold-Nuggets für unsere Schule auch, ein Zitat vielleicht von der Kaiserin Augusta gefunden? Also nein, ich muss zugeben, diese Briefe sind, nur eine Postkarte ist geschrieben, bevor sie Abitur gemacht hat und alles andere ist erst zu Studienzeiten geschrieben. Das heißt, über ihre Schule hat sie in diesen Briefen, die mir zur Verfügung standen, gar nichts gesagt. Aber einen Stolperstein, den finden wir auf jeden Fall, glaube ich, vor unserer Eingangstür dann. Ja, also in der Bismarckstraße ist ein Stolperstein. Ich weiß nicht, ob vor der Schule auch einer ist. Das wäre jetzt eine neue Information für mich. Aber das werde ich nochmal recherchieren dann. Da, wo das Elternhaus war, da gibt es einen. Vielen Dank.